Ich setze jetzt das Video fort. Wir waren bei der Furcht vor der Vermischung angelangt. Nein, das ist nicht unser Problem. Die Zuwanderung ist ein quantitatives, kein qualitatives Problem. Es kommen auch viele gute Menschen, wisst ihr. Und manchmal denke ich, nach meiner Erfahrung, unsere Türken sind manchmal sogar die besseren Volksgenossen, weil sie noch auf, wie soll ich sagen, sie sind so menschlich und bei uns sind die Menschen so oberflächlich. Das Wichtigste ist, man müsste sich vom Wachstumsprinzip verabschieden. Und das wollen diejenigen, die die Fäden in der Hand haben, nicht. Sie wollen immer so weitermachen, aber das können sie nicht, weil gegen die Übernutzung können sie nichts machen. Es ist vorbei. Die Globalisierung, die hat die jetzige Marktwirtschaft hat sich erledigt. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Nehmt das ernst und lest bei mir den idealen Staat. Wir müssen neutral werden. Keine Militärbündnisse, politisch und militärisch neutral und friedlich. Warum führen wir jetzt einen Stellvertreterkrieg? Das dient nur wieder den Oligarchen und den Geschäftemachern und der Rüstungsindustrie. Nein, das ist nicht unser Krieg. Was geht uns das an? Überhaupt nicht. Diese Gebiete waren immer russisch. Odessa und Mariupol und die Krim. Jemand, ich glaube, es war der Scholz, hat gesagt, man kann nicht mit dem Geschichtsbuch in der Hand Politik machen. Warum eigentlich nicht? Ohne Geschichtsbuch in der Hand kann man keine Politik machen. Sie vergessen, dass das alles russisch war. Es steht den Russen zu, dass sie die Krim wieder zurückerobert haben, wie sie früher einmal der Marschall Potemkin für die Katharina die Große erobert hat. Übrigens, diese Eroberung damals war sehr friedlich. Die Tataren haben mit den Russen gemeinsam gefeiert. Gut.